back from the dead. Mittwoch, der 15. Mai 2019. Willkommen zu einer neuen Episode des Fortnite Daily Shops. Und am Anfang ist erstmal der Maxinator und Luki, der Wanderer, gegrüßt. Und ich würde sagen, wir schauen mal direkt in den Shop rein, denn heute ist sogar was Neues drin. Also, angefangen auf der linken Seite mit dem ersten Featured Skin, und zwar ein Uncommon 800er neuer Skin, Bracer. Sieht schon nice aus, muss ich sagen. Erster Eindruck ist auf jeden Fall nice. Pinker Lippenstift, coole Brille, coole Haare. Ja, sieht geil aus. Geht so ein bisschen in die Militärrichtung, ne, muss ich sagen. Was hat die denn hier hinten auf ihrem... Okay, wahrscheinlich so ein Blitz noch drauf, ne? Okay, nice. Sieht geil aus. Finde ich cool. Cooler Skin. Und auch nicht diesen typischen Knieschoner, den man ja sonst bei den meisten Skins so hat. Finde ich immer geil, wenn die Skins ein bisschen anders gemacht sind. Geiler Skin. 800 V-Bucks für Bracer. Und gehört natürlich zu diesem Set hier, zum Verge. Und das finde ich cool, dass der jetzt auch einen weiblichen Gegenpart bekommen hat. 800 V-Bucks. Den fand ich ein bisschen komisch, muss ich sagen. Der hat ja auch so eine Brille auf. Da kann man sagen, okay, ja, der braucht die wahrscheinlich und so. Vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht arbeitet der im Spannungswerk oder so. Aber die Maske, der kann ja gar nichts sehen, der arme Typ. Der kann auch nicht sprechen, gar nichts. Der ist einfach sein ganzes Gesicht ist weg. Richtig. Das hat man sich ein bisschen einfach gemacht bei Epic Games. Ich frage mich, was da runter ist, ob da wirklich ein Gesicht runter ist. Auf jeden Fall auch ein cooler Skin, muss man sagen. 800 auf jeden Fall, richtig nice. Und da gibt es natürlich noch mehr zu. Sorry, hier einmal Clean Cut für 500. Vor 34 Tagen war das ganze Set zum letzten Mal drin, genauso wie Diverge. Das ist hier nämlich der Gleiter, der auch ziemlich nice ist, muss ich sagen. Natürlich alles Militär-Style so ein bisschen. Und ja, nichts ist teurer als 800 V-Bucks, deswegen geht das auf jeden Fall klar, muss ich sagen. Nächstes Feature-Set ist Dark Bomber ist wieder da, mit dem guten Kevin hinten am Rücken. Ihr seht schon, der baumelt da so ein bisschen am Rucksack herum. 1200 V-Bucks, vor 35 Tagen ist das letzte Mal im Shop gewesen. Passend dazu Thunder Crash, den fand ich richtig nice. Nicht vergessen, der ist auch sogar reactive, das heißt, die Hörner werden rot. Ich glaube, die werden sogar ein bisschen größer, bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall leuchten die rot, je mehr Kills ihr macht, je mehr Schaden ihr macht, genauso wie die Augen. Also eigentlich ziemlich nice, muss man sagen. Passender Gleiter, Dark Glyph 500 ebenfalls noch am Start. Ebenfalls vor 35 Tagen ist er zum am Shop gewesen. Ja, dann kommen wir zu den Dailies. Da haben wir Seawolf am Start. Der kommt natürlich auch mit zwei verschiedenen Styles daher. Ihr seht es, einmal mit Piratenhut, einmal so als Matrose mit einer Augenklappe. Für 1200 V-Bucks eigentlich auch ziemlich geil und kommt hier mit einem Barrel auf den Rücken oder eben hier mit, ja, so sind es glaube ich so zwei Schwerter, so rostige Schwerter. Ja, so zwei Schwerter so durchgesteckt. Sieht auch nicht schlecht aus, muss ich sagen. 1200 V-Bucks, cooler Skin. Ja, Starry Flight ist drin, 800 V-Bucks. War zuletzt vor 47 Tagen dran. Seawolf übrigens vor 30 Tagen das letzte Mal. 800 V-Bucks für das Gemälde hier, was fliegen kann. Dann Jungle Scout ist drin. Erinnert mich so übelst an Lara Croft. Auch noch ein 800er V-Bucks-Skin. Vor 24 Tagen das letzte Mal im Shop gewesen. Viele 800er Sachen heute drin. Dann Relax Access drin. Ebenfalls wieder 800 V-Bucks. Die ist schon geil, ne? So eine Kokosnuss, eine Palme mit Kokosnüssen. Ja, die muss man sich eigentlich holen. Allein aus dem Spaß heraus schon, wenn man die Bananen hat oder so. Da gibt es ja Banane, Kokosnüsse und so. Ist schon nice. Ja, und dann haben wir noch zwei Emotes am Start. Zum einen Dance Therapy. Ziemlich nicer Tanz auf jeden Fall. Oh, da gehen die Hände durch den Hut. 800 V-Bucks ebenfalls dafür. Vor 27 Tagen ist das letzte Mal dran gewesen. Ach, wie die Quietsche-Ente wackelt. Richtig nice. Und dann haben wir noch die Jazz-Hands da für 200. Und die waren zuletzt vor 39 Tagen im Shop. Damit heute seltenstes Item. Ja, ich muss sagen, mein Highlight geht heute natürlich raus am Bracer. Feier ich. Cool, dass ein neuer Skin da ist. Cool, dass auf jeden Fall Verge da einen Gegenpart bekommen hat. Und 800 V-Bucks. Ich muss sagen, das sage ich auch öfter in den letzten meinen Shops und auch in den letzten Streams, die ich mache, dass irgendwie die 800er Skins, die 1200er und sogar auch die 1500er Skins auf jeden Fall immer besser vom Wert her werden und die 2000er Skins so ein bisschen an Wert verlieren. Ich bin da mal gespannt. Vielleicht ist das so eine Art, ich sag mal, Entwicklung, wo dann die 2000er Skins irgendwann richtig krass werden und dass wir da vielleicht noch mehr Sachen dabei haben, vielleicht noch ein Trail und wer weiß was noch, dass das ein bisschen vom Wert her sich auch lohnt, die zu kaufen. Denn aktuell muss ich sagen, alles, was da drunter ist, übelst nice. Die meisten Skins, die mittlerweile rauskommen, absolut nice. Deswegen mein Highlight geht an Bracer. Der ganze Shop bekommt von mir heute eine 6 von 10. Ich mag Bracer. Verge ist Geschmackssache. Ist auch auf jeden Fall ein cooles Set, dass das jetzt komplett vollständig gemacht worden ist. Und ja, Dark Bomber ist sowieso nice. Dance Therapy feiere ich auch. Deswegen ja, 6 von 10. Mit dem mal reinschauen, was ihr im Shop geben würdet. Und wie immer, wenn ihr das Video cool fandet, lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Sub da. Unterstützt mich gern mit dem Creator-Code. Wenn Snipes, und dann hören wir uns morgen zur neuen Episode. Also bis dahin. Ciao, ciao.